Winnekendonk ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass Kevela mehr ist als nur Kirchen. Hier gibt es alles, was man so für den täglichen Bedarf, aber auch für den Freizeitbedarf braucht, angefangen vom einfachen Supermarkt bis hin zum Biomarkt oder die Eisdiele oder Sportvereine, Musikvereine, Sportplätze en masse. Also hier lässt sich es auf jeden Fall gut aushalten und wenn man zur Autobahn fährt oder von der Autobahn kommt, lohnt es sich auf jeden Fall kurz anzuhalten und wenn es nur für die schnelle Eiscreme ist oder einen kurzen Besuch im Bauerncafé nebenan oder wo man gerade Lust zu hat. Also hier in Winnekendonk als Gast würde ich auf jeden Fall das Fahrrad mitbringen, eine Runde um Winnekendonk drehen, an der Flöte entlang, wir haben hier eine Minigolfanlage, wir haben Eisdielen, wir haben Bauerncafés. Winnekendonk ist in dem Sinne kein Durchfahrtsort, finde ich. Winnekendonk ist der zweitgrößte Ort nach Kevela, um Kevela rum. Wir haben die meisten Geschäfte von allen Orten um Kevela, sind darauf auch stolz und hoffen auch, dass wir die auch weiterhin haben werden, wenn die Leute auch weiterhin hier kaufen. Weil die Leute werden gemerkt haben, wie einfach es war, in der Corona-Zeit sich Ware zu beschaffen, Lebensmittel zu bekommen, nicht weit wegfahren zu müssen, sondern sie haben es doch hier vor Ort. Mittlerweile, die Leute haben regelrecht durchgeatmet. Das mit den Masken ist noch so eine Kleinigkeit nebenher, dass wir Masken tragen müssen, aber das läuft alles und hier im Laden hat sich auch eine gute Routine eingespielt. Unsere Lieferkunden bestellen nicht mehr für 3 Monate im Voraus, das ist auch ganz angenehm. Und auf den Märkten, wie Jonas schon sagte, wird es auch entspannter. Von daher sind wir soweit ganz zufrieden. Winnekendonk ist ja schön, weil eine Dorfgemeinschaft da ist, die füreinander zusammenhält. Generell hoffe ich, dass Winnekendonk nach wie vor so ein fröhliches kleines Örtchen bleibt, wie es ist, mit vielen offenen und optimistischen Menschen, die hier wohnen. Es ist wichtig, dass die Leute lokal einkaufen, damit diese Geschäfte weiterhin unterstützt werden, damit wir weiter leben können. Und ich hoffe, die Leute haben auch in der Corona-Zeit, das gemerkt, dass es halt einfach ist, vor Ort zu kaufen und dass man nicht einfach weit wegfahren muss. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass sie uns unterstützen.